Einen Grund zum Feiern gibt es immer. Der ein oder andere Schnaps darf damals nicht fehlen. Es ist eine Kartoffelbrennerei im landläufigen Sinn mit einer Quote, mit einem Kontingent von 5000 Hektolitern. Mit dieser Menge haben wir zu den größeren Brennereien gehört in Bayern. Und wir mussten Anfang diesen Jahres auch unseren Betrieb einstellen. Schuld daran ist das Ende des deutschen Branntweinmonopols auf den 80-prozentigen Rohalkohol aus Getreide oder Kartoffeln. Auch um strukturschwache Gebiete zu fördern, gab es ein fast 100 Jahre altes Gesetz. Das bestimmte, dass Alkohol zu einem festgelegten Abnahmepreis nur an den Staat verkauft werden darf. Wir stehen hier jetzt nach dem Ende des Monopols, des Branntweinmonopols, in Konkurrenz, in direkter Konkurrenz mit den Ethanolfabriken in Brasilien, die hier Löhne bezahlen von einem Dollar am Tag. Und mit diesen Anlagen können wir nicht produzieren. Und vor allem nicht mit Preisen von 65 bis 70 Euro pro Hektoliter konkurrieren. Wir haben da lange Tradition von kleinen Brennereien, die über dieses Branntweinmonopol natürlich auch eine finanzielle Stabilität hatten. Und die müssen sich jetzt neue Märkte suchen. Ein Jahr hat sich die Genossenschaft Zeit gelassen mit der Entscheidung, wie es weitergehen soll. Für Franz Lehner gibt es mittlerweile nur noch zwei Möglichkeiten. Das Gebäude abreißen oder veräußern. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.